Und wieder geht es weiter mit dem TT-Gamer und dem momentan blödsten Spiel, was ich Let's Playen konnte. Nämlich Yoshi Island, was mir echt Probleme bereitet. Obwohl... Hier, hör auf! Was soll das? Scheiße. Na, ja, ihr seht's. Ihr habt's gesehen. Ja, ihr habt's gesehen, Leute. Ihr habt's gesehen. Muss man... Was soll man dazu noch sagen? Da fehlen mir einfach die Worte. Ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Zu so einer Scheiße. Diesmal nicht, Freund. Ja, es ist... Ja. Ich wollte gerade sagen, wollen die mich verarschen? Ja. Nein, ja. Ja, Leute, was war das für ein Glück? Habt ihr das gesehen? Was war das für ein Glück? Ey, da schleudert uns dieses Ding noch hoch. Hätte uns das nicht hochgeschleudert, wären wir schon wieder unten gewesen. Mein Gott, ist das ein Scheißspiel, ey. Boah, nee. Holla, holla, holla. Jump'n'Runs sind echt schöne Spiele, aber manchmal... Boah. Da sind sie auch echt richtig schwer. Und ach, der Gegner. So, wir müssen jetzt mit Schlössern noch 4 Level machen. Bis zum Endboss. Stegos Festung. Okay. Lassen wir uns... Und es zittert schon wieder so komisch. Ich glaube, das war aber bei dem Originalspiel nicht so. Das scheint, mein Emulator scheint Spaß daran zu haben, mir das Leben schwerer zu machen, als es doch eigentlich tatsächlich ist. Ja, und deswegen scheint er das hier zu machen. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so ein Quatsch war bei dem normalen Originalspiel auf dem Super Nintendo. Weil ihr seht hier, das ist schon echt ein Hammer-Level. Und mein Emulator hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ey, das ist zu einfach für dich, TT-Gamer. Damit es dir nicht langweilig wird, mache ich dir noch was schwerer. Das kann doch echt nicht sein. Ja, nicht im Ernst jetzt. Der scheiß Geist hat seine Familie mitgebracht, ey. Er will mich doch auch irgendwo ein bisschen ärgern, oder? Yo, da wäre ich schon wieder fast... So, auch wenn wir noch nicht weit sind. Ach so. Ja, super. Ich wollte sagen, auch wenn wir noch nicht weit sind, ich fände es sehr gut, wenn wir erhalten würden, ich meine, wenn wir auf einen Speicherkreis treffen würden, fände ich gar nicht schlecht. Oh Gott, jetzt auch noch sowas hier. Komm, hau ab da. Also uns bleibt wirklich in der letzten Welt gar nichts erspart. Wir kriegen nochmal die volle Ladung mit an Gemeinheiten, an, ja... Schlüssel müssen wir auch suchen. Echt, da wird uns nichts erspart. Wir müssen nochmal alles suchen, alles machen, alles, was wir bisher nicht gefunden haben, finden wir spätestens jetzt. Was soll das jetzt? Ja, ich denke mal, der Schlüssel wird sich in diesem kleinen Mini-Endboss hier verstecken. So, komm her, du Sack. Tu mir nur einen Gefallen und lass den Schlüssel hinterher nicht in den Zacken los, sonst weiß ich nämlich leider nicht, wie man den kriegen soll. Das wär's ja noch. So, komm. Bist du? Ah, was machst du da? Ja, und genau da sollst du nach Möglichkeit deinen Schlüssel nicht loslassen. Ja, komm mal schön wieder mit nach hier hinten.
Nicht im Ernst! Granate von oben. Ja, so schön. Komm her. Nein, ey. Und jetzt komm. Ja, Gott sei Dank noch drauf. Okay, ab in die Tür, Leute. Da kann man ja nun rein. Und ein Speicherkreis, hey. Da können uns auch die Kollegen da unten nichts mehr antun. So, komm her, paar Sterne. Haben wir 30 Sekunden Zeit, falls uns das Baby entwischen sollte. Dämliche Geister. Ja, und okay. Ja. Sehr geil. Erstens geht hier, glaube ich, nicht weiter. Und wenn es doch da weitergeht, dann habe ich keine Eier. Geht's hier runter irgendwo? Aha. Oh, nee, ne? Jetzt können wir auch noch raten, welches das richtige Rohr ist. Gibt wahrscheinlich noch eins noch weiter unten. Ja, sehr schön. Falsch geraten. Oh, wow. Okay. Okay. Ich denke mal, da ist auch noch nicht der richtige Weg, oder? Doch. Ja, es ist wieder so ein Eierding hier, genau. Kann man den einsaugen? Ne, können wir nicht. Ja, Freundchen, ich habe keine Eier mehr. Scheint... Na... Nicht Yoshi. Ah, da ist wahrscheinlich so eine dämliche Blume drin oder sowas. Was ich eigentlich machen wollte, war da drauf hüpfen, genau. Naja, hier ist aber nichts. Okay, gehen wir noch eine Etage weiter runter. Was haben wir denn hier? Eier. Ah, ja. Okay. Und was hier drin? Münzen. Unwichtige Münzen. So, wenn wir jetzt da nochmal reingehen, sind die Eier dann wieder da? Ich hoffe mal. Ja, sehr schön, weil ich glaube, dass wir den Schleimtyp da oben besiegen müssen. Der hat bestimmt irgendwie einen Schlüssel für uns. Auch wenn ich mich eben geäußert habe, so nach dem Motto, dass da nur eine Blume drin wäre. Ich weiß es nicht. Aber wir machen ihn trotzdem jetzt nochmal schnell weg. Oh, komm her, Kollege. Na, das ist so scheiße doof, der Yoshi. So, ich mach hier einen Cut. Ich geh nochmal unten Eier holen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Euer TT Gamer.